Grazer Linux-Tage für 100. Wer ist zum ersten Mal auf den Linux-Tagen? Yay! Frischfleisch! Hurra! Das ist angeblich der HS501. Los! Ja. So. Sind wir's? Ja. Haben wir alles? Was? Das ist 14:1. Ja. Na gut, dann essen wir halt nachher Frühstück. Wir brauchen auch noch ein paar Freiwillige. Also wer keinen Sitzplatz hat, wird automatisch freiwillig. Genau, wir brauchen jemanden, der die Tafel bedient. Wir reisen nach Jerusalem, oder? Wie jedes Jahr. Ja, der war reserviert. Es gibt kein Entkommen. So, zusperren. Leute, ich brauche noch Platz. Ich brauchte leider den Sessel, den kann ich damit am Waschbecken. Kannst du ja aufhängen da so. Bitte Sessel mitbringen. Bring your own chair. Schauen wir da drüben, ja. Haben wir jetzt eigentlich einen Plan, was wir tun? Nein. Hätten. Du hast mir gesagt, wenn ich dann auf der Bühne stehe, dann erfahre ich, worüber der Talk geht. Ja, also bitte, Martin, worum geht's jetzt eigentlich? Jetzt bitte das Kuvert öffnen. PowerPoint-Karotte. Yeah, yeah. Magst du dich noch umziehen? Nein. Kein Kommentar. Das linkt nicht. Ja, oh, haben wir da oft schon. Ja. Das habe ich befürchtet. So. Gut. Schönen guten Nachmittag, während sich da die Letzten irgendwie platzieren. Leise. Da ist noch was frei. Wo? Mein Kumpel unverfertigt. Jetzt hat er Pech gehabt. Genau. Vortrag hat offiziell begonnen. Wichtigste Hausregel: wessen Handy läutet, der zahlt eine Runde nachher. Mein Handy ist schon auf Stumm. Also, Peppi, für dich, ich habe jetzt nichts. Es geht. Also, jetzt teste deine sichere Kommunikationsinfrastruktur da dazu. Oh, ja, okay. Gut, machen wir. Machen wir. Bin ich dabei. Was? Schönen guten Nachmittag, mein Name ist Martin Leirer. Ich bin das, glaube ich, dritte Mal hier. Diesmal habe ich mir Verstärkung mitgebracht. Er hat es leider nicht ins Pentabarf geschafft. Oder doch, Programm. Ja, ins Pentabarf schon, aber ins Programm dann nicht mehr. Peppi Zawodzki, ich habe es geschafft, ihn zu überreden, hier zu sprechen. Normalerweise unter 3000 Leute Publikum spricht er nicht. Aber ich habe ihm versprochen, er wird hier trotzdem viel Spaß haben. Ja. Hoffe ich. Also wir werden es haben, ob Sie haben es. Das kommt drauf an, wie leidensfähig es sein werdet. Ja, es ist so laut schreien, es war aber Den 3000er Raum schaffst du ohne Mikro nimmer. Das wird schwierig. Gut. Unsere Zielgruppe. Ja, bitte. Unsere Zielgruppe heute. Leute in der Systemadministration, NUC-Ministratorinnen, Leute, die unter OnCloud leiden und versuchen, das selbst zu administrieren. BOFs. BOFs? BOFs, oh, ein Akronym. Ja. Wer schreibt? Ich. Martin schreibt. Ich schreibe. Wer weiß, was BOF heißt? BOFH? Du darfst nicht falsch einsagen, Lynx. Ja, nein? Wer weiß es? Ja, voll! Wir sind im richtigen Saal, eindeutig. Wir sind ja, das heißt, die halten den Vortrag und wir hören zu. Genau. Ja, wie war das mit Leuten, die OnCloud aufgesetzt haben, haben auch Linux vom Scratch verwendet? Ich vermute es einmal. Weil sonst, oder zumindest Gentoo oder so irgendwie. Das geht sich halt nicht mehr aus. Wir wollten ein bisschen über Standards reden heute. Standards im Internet. Ja. Wer macht die? Ich weiß nicht. Schau Achso, das ist die. Du hast die Überleitung versemmelt, nämlich. Achso, na gut. Meine Semmel liegt noch. Deine Semmel liegt noch da, ja, du bist zu anders, nichts zum Essen ja. bringt.
Die Überleitung wäre eigentlich gewesen, wer OnCloud benutzt, hat wahrscheinlich auch einmal Linux vom Scratch gemacht. Wer Linux vom Scratch macht, wäre eigentlich naheliegend, auch einmal Internet vom Scratch zu machen. Genau. So, das wäre eigentlich der Gag gewesen. Gut. Danke für diese wunderschöne Überleitung. Genau. Das Internet verwendet ja gelegentlich ein paar Standards und die werden von der IETF festgelegt. Ein Akronym, IETF, wer weiß es? Ich kaufe ein E. Jawohl. Genau. Und diese werden in sogenannten RFCs. So, das sind RFC. Jetzt Akronyme für 300. Request for Copy. Nehme ich. Request for Comments. Martin, magst du nicht ein bisschen kommentieren dazu? Request for Comments darf im Prinzip, glaube ich, soweit ich weiß, quasi jeder schreiben. Und jede. Und jede. Ja. Und alles dazwischen. Auch. Auch. Ja. Darf jeder schreiben, ist kostenlos im Gegensatz zu vielen anderen Standards. Das heißt, kriegt man wo? Das heißt, man zahlt die Hacke selber. Ja, genau. Aber dafür kriegt man auch die Hacke aller anderen. Ist das so? Genau, das ist ja auch nicht schlecht. Findet man bei der IETF.org auf der Webseite. Wir haben dann später einen Link. Wir haben keine Slides, aber Links. Standardisiert wird so ziemlich alles, was einer näheren Definition erfordert. Was nicht bei drei Formtechniker am Baum ist, ne? Genau, ja. Also zum Beispiel, wie man korrekt mit einer Kaffeemaschine kommunizieren kann. Ist auch da drinnen. Oder halt, wie man Mails schicken kann oder so. Also so quasi die MAN, Klammer 1, Pages fürs Internet. Ich hätte mein Netzteil anhängen sollen. Das liegt ja, ganz. Ich habe extra den Verteiler mitgebracht. Genau. Ich bin hier vor lauter Vorbereiten. Ich muss hier noch Video schneiden, nicht dazugekommen. Martin, übernimm doch mal wo sind wir denn? Und erzähl uns was über die Kommunikation im Internet. Die Kommunikation, das ist kompliziert. Jetzt befürchtet. Ja. Was wird da verwendet? Ja, RFCs. RFCs. Und wir haben gesagt, wir kümmern uns heute um Kommunikationsinfrastruktur. Kommunikationsinfrastruktur, auch wenn es die Social-Media-Berater ungern hören, heißt im Normalfall immer noch E-Mail. Ist so. Das heißt, wir reden heute wahrscheinlich sehr viel über E-Mail und wir reden auch ein bisschen über das Web. Bisschen. Kommt man ja mittlerweile nicht mehr um. Also über das World Wide Web, um genau zu sein. Genau. Nicht das Internet. Ja, also ja. E-Mail als klassisches Medium sozusagen, also klassisches neues Medium. Ja. Ja. Multimedial. Multimedial inzwischen. Ja. Das wird auch in Standards definiert und zwar konkret war das seinerzeit RFC 821, der SMTP-Standard und RFC 822, das Message-Format. Ich hoffe nicht da drüben an, das ist im Wesentlichen immer noch so ungefähr das, wie wir Mail kennen. Übrigens SMTP, gell? SMTP? Jawohl, passt. RFC, du hast gesagt, das ist ja schon. Das ist die Urfassung, neue Medien. Das ist so die Fassung, die im Wesentlichen noch dem entspricht, was wir heute verwenden. Das war circa 1982, da warst du auch noch jung. Da war ich noch jung. Da warst du noch jung, gell? Da hatte ich noch Haare und die hatten sogar Farbe. Also. So. Wir haben jetzt vorbereitet, weil relativ viele RFCs kommen über die komplette Timeframe der letzten 30 Jahre so irgendwie verstreut. Da war ich auch noch jung. Ja, altes Jahr, letztes Jahrtausend, dieses Jahrtausend, haben wir ein paar Hilfsmittel vorbereitet, damit ihr das zeitlich ein bisschen einordnen könnt. Genau, also 1982, Österreich. Andy Borg mit Adios Amor. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal eine Mail schreibt, wisst ihr, was ihr im Kopf. Genau, also aus dieser Zeit verwenden wir Technologien. Ja, es ist nicht ganz so schlimm. Das Ganze hat sich ja ein bisschen weiterentwickelt. Das heißt, wir sprechen jetzt nicht nur über RFC 822 und 821, sondern über RFC 5321, noch immer SMTP, ich glaub's euch, und RFC 5322, immer noch das Message-Format. Wer weiß, von wann das war? Schlecht vorbereitet. Sehr gut, wir können die Leute heute noch mit unserem Bildungsauftrag erhellen. Das war 2008. Hat jemand eine Idee, was da in den österreichischen Charts gelaufen ist? Jetzt sind wir bei den neuen Medien angelangt. 2008.
wenn ich das jetzt finde. Noch viel. Genau. Hast du da was? Ich habe da was vorbereitet. Kid Rock, All Summer Long. Oder ja, das Riff kennt man auch aus Sweet Home Alabama. Ja, genau, danke. Genau. Also als Alternative zum Andy Borg. Ist angenehmer, ja. Ja, ja. Tut nicht so weh. So. Sorry, aber dazwischen war doch dieses ESMTP, ne? Richtig, das, nachdem die TLAs, also die Three-Letter-Acronyms, ja schon aus sind, gibt es jetzt ETLAs, Extended Three-Letter-Acronyms. ESMTP ist da oft bei One-Fehler. Wer weiß, was ESMTP heißt? Enhanced. Glauben wir jetzt einmal umgeschaut. Haben wir nichts vorbereitet dazu. Was haben wir noch? Könnte auch Extended sein. Könnte auch. Hinreichend los. Extended Simple gefällt mir eigentlich besser. Das hat so, ja, das ja. Hat so was Österreichisches. Simple ist beides echt ziemlich absurd. Ja, genau. Absurd werden wir heute auch noch öfter treffen. Genau. Also auch abgesehen von uns beiden. Ja. Bei SMTP belegen wir uns ja ganz entspannt noch auf Layer 7, also kurz unter Layer 8. Da gibt es aber noch Dinge drunter. Da ist so ein Gott sei Dank, weil wir wollen ja eigentlich alles über Layer 6 wollen wir ja eigentlich als Technik. Ja, ja, nein, nein, das ist. Was braucht man denn sonst noch so, außer SMTP eigentlich, wenn wir jetzt E-Mailen wollen? Also wollen wir nicht, aber muss man sagen. Möchtest du die akademische oder die praktische Antwort? In welcher Reihenfolge? Die akademische Antwort wäre, wir gehen jetzt das OSI-7-Schichten-Lehrmodell durch. Wer kennt das? Jetzt müsst ihr alle aufzeigen, sonst erzählen wir es euch. Was? Wer hat schon mal was davon gehört? Gut, weiter. Wer hat das Katzenfoto gesehen? Genau. Oh, Bildungslücke, müssen wir nachher auffüllen. Gut. Gut. Wir haben keine Bilder. Genau. Aber eigentlich brauchen wir TCP. TCP, genau. TCP. We need to go deeper. TCP. Deeper. Jawohl. Das war Akronyme für 600. So, jetzt jagt er mich von links. Jetzt weiß ich, warum wir mit da anfangen. Genau. Ich darf jetzt falsch einsagen. RFC 793 ist es. Das wird am Ende vom Talk übrigens alles abgeprüft. Aber da löschen wir die Tafel vorher. Also Martin, we need to go deeper. Noch deeper. Ah ja, 793 TCP und TCP gibt es ja eigentlich nicht ohne seinen Kumpanen IP. Genau. Falsche Layer, ganz falsche Layer. Das falscher Layer, genau. Genau. Gut mitgedacht, aber falsche Layer. IP. Windsurf hat einen Hund mit T-Shirt. IP on everything. Genau. Internetprotokoll, ja, jawohl! Ja. RFC 791. Oh, oh. Ja, nur das plausibel, ne? Kurz danach gewesen. Irgendwas ist da dazwischen gerutscht. Im Transistorradio war schon, oder? Transistorradio. Transistorradio. Damals schon Transistorradio. Ja, ja. Welches Jahr? Ach so, welches Jahr? 1981. Ja, wer ist jünger als 81? Ja, müssen wir jetzt machen. Na bitte, da können wir euch musikalisch auch noch was beibringen. Frank Duval, Angel of Mine. Wartet sich bis zu den 70ern. Ja, okay. Das ist der österreichische Musikgeschmack. Wir haben das nicht ausgesucht. Ja? Also. Genau. So, IP. Genau. Gut, jetzt haben wir weiter. Mal... Deeper. Jetzt haben wir gesagt, zum Erklären könnten wir jetzt natürlich verschiedenste Dinge nehmen. Wir könnten Yellow Cable, Ethernet, Token Ring nehmen. Ja. Weil das Internet ist ja schön relativ netzwerkagnostisch. Relativ. Jetzt. Jetzt das. Aber wir nehmen was? Avian Carrier. Jawohl. IP over Avian Carrier. Avian Carrier, die klassische Brieftaube. Bandbreite ist super. Latenz. Ist, naja. Ja. Und ab und zu geht der Taube verloren und so. Also Packet loss. Ja. Auch IP over Avian Carrier ist in einem RFC spezifiziert, und zwar 1149. Also nein, das ist von 1990. Die Internet-Ingenieure haben sich ernsthaft mit Brieftauben befasst.
Nee, ja. Ernsthaft war da keine Rede. Genau. Es gibt schon einige Voraussetzungen für RFCs. Ernsthaftigkeit ist keine davon. Formalismen. Also, genau. Wisst ihr auch, noch welchen Tag das war? Ja. Ist natürlich. Ja. War letztens erst wieder Geburtstag. Es gibt ja von RFC über die Umformulierung von den 12 Days of Christmas zu den 12 Days of Technology. Es war nicht am besagten Tag. Also es war nicht... Oh, man hat nicht zwingend am 1. April einen Deppert. Was heißt der Deppert? Andere verwenden das als Standard im Internet. Und das Ding funktioniert, das haben Leute implementiert. Ja. Ja. Deswegen, da gab es dann auch Probleme. Genau. Nur, dass man der Vervollständigung halber... 1990, wer weiß es? War immer noch Transistorradio. Ja. Gut, hätten wir das auch? Hätten wir das auch? Wie gesagt, da gab es ein paar Implementierungsprobleme mit IP over EVM Carrier, daher. Genau. Mit dem Standard, also auch mit der Musik will man eigentlich nicht, deswegen gibt es IP over EVM Carrier mit QoS. QoS. Akronyme für 800. Quality of Service. Genau. Es gibt natürlich auch. Ja, also Brieftaube mit Quality of Service, auch das ist spezifiziert. Da hätte ich jetzt in meinen Schummelzettel natürlich die RFC-Nummer reinschreiben können. Lass das doch frei, die dürft ihr dabei raussuchen. 25, nein, das klingt gut. Das habe ich schon mal gehört in letzter Zeit. 2549 ist der Original, das gibt ein Update für Apple von Na schau, lernen wir auch wieder was. Das ist aber vom Physical eher wurscht. Was hatten wir denn da? So, das war 1999, hat man dann die Brieftauben mit Quality of Service ausgestattet. Das war Mambo Number 5, Lou Vega. Genau. So. Und jetzt haben wir eigentlich alles zum E-Mail. Ne? Wir haben SMTP, wir haben TCP, wir haben IP. Ja, wir haben einen Brieftauben. Soll ich jetzt die Tauben holen? Oder? Ja. Briefträger? Das ist zu langsam. Ist definitiv zu langsam und zu viel Packet Loss. Ja. Und das mit den gelben Zetteln, das ist immer so eine schwierige Sache. Da kommt der gelbe Zettel vor der Post an. Ne? So. Also das Wichtigste für HTML. kann man den jungen Mann bitte entfernen? So. Also, können wir jetzt E-Mailen? Fragen gibt es nachher. Nein. Aber hast du das schon praktisch mit irgendeinem Text, oder? Ich bringe ohne HTML meinen QR-Code in meine E-Mail-Adresse. Bist du im Marketing? Oder den langen Obs? Ich habe dir gesagt, wir hätten vorher fragen sollen, wer in welcher Rolle hier ist. Gibt es einen Mime RFC? Wir haben Karte. Was? Mime MIME? Ja, gibt es bestimmt. Ja, meine gibt es auch, ja, aber das ist ja dann... Das ist ja der Content innen drin, der interessiert uns nicht. Wir wollen ja nur irgendwas mal darüber schicken. Genau. So, Martin, ich brauche eine Mailadresse von dir. Nein, Blödsinn. Nein. Doch, ich brauche eine Mailadresse von dir. Von mir? Nein, ich will eine von dir haben. Ach so. Ich muss ja dann tippen. Aber ich wollte doch was mit dem Mailprogramm schicken. Was heißt Mailprogramm? Wir reden hier von RFCs und du fangst mit Mailprogramm an. Ja. Das heißt nicht Mailprogramm, das heißt MUA. Was heißt MUA? Jawohl, bitte. Sie sind noch nicht eingeschlafen. Das ist gut. Also. Naja gut, dann schickst man halt was an peppi@it-crowd.at. Ja, aber nicht mit einem Uhr. Weil wir haben da Systemadministratoren. Und Ihnen? Der Sven vielleicht hat uns heute... Der Sven hat eine Sprechrolle in diesem Talk und ist nicht anwesend. Wir prangern das an. Ja, gut. Hoffentlich ist er rechtzeitig da. Genau. Gut. Kein Mail-User-Agent. Du bestehst auf Telnet. In meinem Alter bestehe ich auf Telnet. Gut, dann machen wir Telnet. Lass mich dir eine Mail schicken. Da haben wir doch irgendwo was vorbereitet. Hoffentlich. Da, genau. Das heißt, ich sitze an meinem... Kurz auf zum Sven, das könnte sein, dass der im 15er-Version ist. Ja, das mag sein. Wir werden drum herum arbeiten. Dann ist er im falschen Saal, wenn er unsere Sprechrolle hat. So. Ich schicke dir eine E-Mail per Telnet.
Das heißt, ich muss mit einem Mail-Server sprechen. Was heißt der Mail-Server? Ja, okay, nicht Mail-Server, sondern... MTA. Jawohl. Jawohl. So muss das. So. Gut, Telnet. Telnet. Ich habe jetzt deinen schon stehen. Wo habe ich das herbekommen? Welchen RCGI-Portnummer? Ja, das. Das ist eine Fangfrage. wo man die Url herkriegt, also den Hostnamen. Den Hostnamen. Nee, aber wonach fragen wir das DNS? Abgesehen davon DNS. Du nimmst schon wieder Sachen vorweg. So können wir nicht arbeiten. Ja. DNS, ne? Das ist toll. Nicht falsch. Die denken mit, ich hab's da gesagt, wir hätten uns anders vorbereiten müssen. Wir hätten uns vorbereiten müssen. Okay, na also doch. Das ist ja mal unser Postausgangsserver, ne? Wie das vorhin genannt wird. Für den Postausgangsserver gibt es im DNS keinen standardisierten Eintrag. Ja, das heißt, man befragt so eine freundliche Systemadministratorin. Oder Administrator. Ja. Oder in die FAQ oder probiert einfach die Hosts in der Firma da rein. Einfach mal anrufen oder einfach Fax schicken oder so. Ja, Fax. Nein. Na, Fax, wenn du jetzt die Mail-Server von der 1 wissen willst. Ach so, ja, genau. Gut. Ja, das ist so ein bisschen sowieso. Ja, das sehen viele Leute anders. 587. Port Submission, da war schon die Frage, woher haben wir das? RFC 4409. Ja, sag ich. Super. Herrlich. Was definiert der? Den Port für Submission. Also die genau genommen, war es die RFC 5321 auf die RFC 4409 und genau. Sagt, der SMTP-Port 25, der normalerweise für SMTP verwendet wird, ist in vielen Unternehmen gesperrt für Outgoing-Mail. Und daher wurde ein zusätzlicher Port, nämlich dieser Submission-Port, definiert. Das ist eben 587 und der ist auch Firmen üblicherweise offen. Ja, und in sonstigen Dingen. Aber es ist keine Abkürzung, nein. Nein? Darf ich mich jetzt hinsetzen? Das heißt, ich habe jetzt. Das gibt's wahrscheinlich fest. Ich habe mein Lieblingsprogramm aufgerufen, ich bin quasi bereit. Ich habe den Hostnamen, ich habe einen Port. Los geht's. Was brauche ich mehr? Hurra! Naja, das haben wir gleich sehen. Und tatsächlich, der erste Glücksgriff. Wir müssen nicht in den Keller hinunter zu den Netzwerkern und zu den Security-Leuten, damit sie uns auf der Netzwerkebene irgendwas fixen. Der Server hat geantwortet. Hurra! So, wer jetzt die RFC 5321 gelesen hat, weiß, was jetzt kommt. 4409. Übrigens, wir haben was vergessen, gell? Wir haben was vergessen, oh mein Gott. Na, von wann ist denn RFC 4409? Ah! Na? Ah! Ja, was weiß ich. Halbzeit? Nein. Nicht inhaltlich. Sag ja, Gas geben. Das war Nars Barkley mit... Wir wollten zuerst singen, wir haben es dann... Wir haben alles nur Fakten. Nur Fakten, wir haben da nichts... Gut, zu tun. Ja, weiter. Guck mal, wie ich hinten. Startiles, tu es. wir haben Halbzeit. Wenn wir jetzt anfangen, was haben wir konfiguriert oder was hast du gesagt? 4K. Wenn wir da jetzt anfangen, Handyschlüssel rechnen, sitzen wir noch nächste Woche da. Ja, da machen wir mal gar nichts mehr. Weil da machen wir gar nichts mehr. Da wissen wir genau, wir dürfen 15 MB Attachment schicken. Das ist sowieso viel zu viel, das tippen wir halt auch nicht mehr ein. 8-Bit MIME-Encoding ist schön, Pipelining, so viele E-Mails wollen wir nicht schicken, dass wir das brauchen werden. Start TLS und hey. weil das, was wir eigentlich hier sehen wollten, wäre das Out, genau. Authentifizierung, weil die Zeiten, wo man unauthentifiziert über einen beliebigen Mail-Server Mails verschicken konnte, sind seit meiner Jugend vorbei. Ich habe das noch ein bisschen miterlebt, aber... Das geht nur mal bei UPC. Die Zeiten, wo SMTP Out über Plain-Channel funktioniert, sind auch vorbei. Ja, das sieht man ja da, das geht nicht. Das genau. Heißt, wir brauchen Start TLS. Wir brauchen Start TLS, ja. Und das wollen wir eigentlich nicht. Das also nein. Du nicht, nein. Nein, nein, ich nicht. Was? Er hat recht. TLS ist eine Abkürzung. Deins. Die gehört jetzt. Wo ist die Kreide? Da, nimm die. Gut. Wieso zählst du eigentlich dezimal und fängst bei 1 an? TLS? Jawohl. Gut. Möchtest du was zu dieser Kommandozeile sagen?
OpenSSL-S-Client-Quell-Start-TLS. Lesen können Sie alles selber. Das haben wir nicht gefragt. Klingt? Ne, der Port ist falsch. 587 war das, gell? Ja. Ja. Zufrieden? Ja. Und er spricht mit uns. Sehr schön. Er schreibt Tafel. Ja, das macht jedes System, mit dem ich zu tun habe. Das ist ganz normal. Genau. So, und jetzt haben wir den Fall, den wir vorhin eigentlich schon gerne gehabt hätten. Genau, weil jetzt können wir authentifizieren. Da haben wir auch schon eine Kleinigkeit vorbereitet, weil genau, auch bis 64 kann man zwar im Kopf rechnen, kann man, aber... Ja, gibt's so Leute. Es funktioniert, es ist so schön. Haben wir das richtige Passwort copy-pastet. Sehr brav, Martin. Danke. So. Das heißt, du gehst jetzt. Ich tippe und du redest. Ja, genau. Also, der Martin behauptet jetzt einmal, er wäre Sales. Er hat es schon gesehen, ja. Schreibt dann die Security, weil Zertifikate kann man ja gut verkaufen. Das ist nie ein Fehler. Und da gibt es jetzt, also, ja, Urgent Business Proposal. Das also, hat Potenzial auf Zustellung, würde ich sagen. Und wir beenden das klassisch mit einem Punkt, so wie das auch in anderen Sprachen ist. Wir kriegen eine Message-ID zurück, mit der Mailserver der Meinung ist, er hätte es jetzt angenommen und tut irgendwelche Dinge damit. So, jo. Das ist an sich relativ schmerzfrei. Closing Connection, ja. Schmerzfrei, wenn man alles vorbereitet hat. Ja. Da. Du mir mit deinem Vorbereiten. Ja, ich weiß. Das ist das Alter. Genau. So, jetzt ist das Mail auf dem MTA gelandet. Der schaut sich das jetzt einmal ein bisschen genauer an und versucht rauszukriegen, was er damit tut. Und merkt, naja, für mich selber ist es nicht, also schicke ich es weiter an den MTA der Empfangsadresse. Oder einen Zwischen- oder einen Oder einen Hop dazwischen von der NSE oder irgendwelchen anderen drei Buchstaben-Institutionen. Ich hab's dir gesagt. Das ist alles für den Highscore. Und? Was heißt NSE? Genau. Ist nicht disclosed. Genau. Was könnte einem jetzt so als dem Wald- und Wiesen-MTA im Internet passieren, wenn er eine Mail weiterschicken will? In Österreich sehr unwahrscheinlich, gebe ich zu. Ach so, die Geschichte. Ja. Ah, wir könnten theoretisch in einem zivilisierten, technologisch fortgeschrittenen Land, könnten wir jetzt natürlich mit IPv6 anfangen. Genau. RFC 2460. Jawohl. Ja, ich muss gar nicht schreiben, wir brauchen die zweite Tafel. 2460, genau. Jawohl. Das ist sicher ganz was Neues. Nachdem wir das in Österreich nicht haben, ist das sicher manchmal. Richtig, ja, das ist total neu. Auch total neu war zu der Zeit der Discman. Und da lief. Wir haben recherchiert. Da lief Los Umbrellos. No tengo dinero. Also wenn wir IPv6 konfiguriert, das im Hintergrund. Genau. Aber in Österreich sind wir ja nach wie vor auf dem Frank-Duval-Niveau in den meisten Fällen und haben IP-Nummern, die man sich noch leichter merken kann. Übrigens als Hinweis auf Security-Konferenzen, wenn ein Alkohol genannt wird, ist 2 Minuten später Flasche mit Gläsern am Tisch. Nenn jetzt keinen Alkohol, ich vertrage doch nichts. Gut. Weiter. Wir brauchen natürlich DNS, haben wir schon. Ja, sehr gut. Domain-Name-System. Und damit. Ja, das passt ist schon. Def0. Ja, sie heißt so. Der Hund heißt wirklich so. Genau. Dazu sollte man mal wissen, wer bin ich eigentlich? Das klassische Sysadmin-Dilemma: Wer bin ich und wo bin ich? In dem Fall ist das wo interessant. Da können wir nachschauen: Hostname-F. Wir sind bei redstore.william.co.uk. Genau. I see a red store. And, ja. Nein, du wirst jetzt nicht sehen. Das ist schön, genau. Dann, gemeinerweise heißen ja MTAs im DNS MX.
Wobei ich es nicht verstehe, weil MI wäre eigentlich schmäler und das wird besser ins UDP-Backerl passen. Aber er konnte mir das nicht schlüssig erklären. Wer weiß es? Mail-Exchanger. Hat nicht mit dem gleichnamigen Microsoft-Produkt zu tun. Die wissen das ja alle. Wir hätten Bingo-Karten ausgeben sollen. Nächstes Jahr. Nächstes Mal. Genau, also. Host-TMX zum Beispiel, machen wir nicht? Nein, machen wir nicht, wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Gut, dann, wir haben schon nachgeschaut und wissen, wo es hingeht. Kann man auch natürlich mit DIC und so nachschauen auf allen Unixen und Tuxen. Wer auf Legacy-Systemen arbeitet, hat nur NSLookup zur Verfügung. genau. Und NSLookup ist aus dem Jahre... Naja, das letzte Update ist von 2000. Nein, NSLookup. Ja. Von NSLookup, ja. Das. NSLookup. Also NSLookup, genau. Also, wenn ihr das nächste Mal auf Windows an Hostnamen nachschaut, das im Ohr behalten. Oder gleich den Install-Stick mit. Skip oder? Skip. Gut. Da kann man natürlich, also DIC ist so ein klassisches Tool, wenn irgendwas nicht funktioniert, einmal schauen, ob das DNS funktioniert, damit wir unseren Bildungsauftrag bezüglich. Text, Vortragsausschreibung auch erfüllen. Ja, natürlich. Das heißt, was wir jetzt machen ist, ein MTA sendet ein E-Mail an den anderen MTA. Was eigentlich relativ straightforward ist. Du kannst eigentlich komplettes Backel da rein kopieren, oder? Ja, fast. Nein, er nimmt es nicht. Das habe ich schon probiert. Okay. Der Punkt ist der Peppi hat mich vorhin genötigt, dass wir das Telnet fallen lassen, weil er der Meinung ist, man hat heutzutage verschlüsselt zu kommunizieren. Genau. Also... Ich hätte jetzt alles gerne mit Telnet gemacht, aber... Ich darf ja den Lüngster also quasi paraphrasieren. Rasieren ging ja auch im Gegensatz zu mir. Klartext war ja schon also 4000 Jahre vor der Unix-Zeitrechnung nicht mehr cool. Und deswegen machen wir das heutzutage verschlüsselt. Jetzt haben wir ja Ton auch. Ton. Achso, du musst Ton haben, ja? Nein, wir haben Ton. Achso, wir haben Ton, ja. Wir haben Ton. Also, genau. Also, funktioniert eigentlich ähnlich wie Submission. Man wundert sich, woher Submission die Inspiration hatte. Na? Welche RFC war es? Naja. Sie schlafen schon. 44 Na, 5321. Moment, der Port auf Submission? Wir reden jetzt SMTP, das heißt, wir reden jetzt SMTP. Wir reden 25 auf 25. Also, genau. Da fehlt eine Leerzeile. Dann nimmt sowas. Ach, RFC-konform auch noch. Das ist ein Demo. Ja, aber ja. Ja. Ja, wir sind RFC-ignorant heute. Ja, ein bisschen. Genau. So, jetzt habe ich einen anderen Mail-Server, da sind zwei E-Mails. Genau, ich wollte ja eigentlich deine E-Mails lesen. Ja, ich habe dir ja gerade eine E-Mail geschickt. Zwei? Ja. Bitte. Ja. Genau. Nein. E-Mails abholen. Irgendwann schreibe ich die Extension, ja. So, E-Mails abholen. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich vom E-Mail senden zum E-Mail abholen. Auch da gibt es immer wieder dann die User, die anrufen, das funktioniert nicht. Genau. Ich stehe schon mal auf, weil jetzt habe ich wieder was zu tun. E-Mail abrufen heißt... E-Mail abrufen heißt ein... MUA und ein MTA reden wieder miteinander. Was die DevNull meinte, wenn man die Mails einfach auf DevNull schickt, hat man die ganzen Probleme nicht lassen. Genau, sie nimmt das gerne. Da gäbe es zum Beispiel ein nettes Protokoll, das definiert ist in RFC 1939. Pop3. Jawohl, Pop3. 1939, mein innerer Legasthen, da schickt wieder zu. Ja, so, Pop3. Das Post Office Protokoll. Version 3, genau. Man, nachdem da schon das Wort Post drinnen ist, will man das ja eigentlich gar nicht benutzen. Genau. Von wann ist denn das? Das ist von 1996 und... 96, was? iPods, oder? 96 waren iPods. So viel Zeit muss sein. Gut. Will man jetzt nicht unbedingt, ne? Vor allem, wenn man jetzt so... Nein, wir hatten alle ein Hipster-Endgerät einstecken. Entweder von Äpfelchen oder von den... Smartphones, Tablets.
diese winzig kleinen Notebooks zum Einstecken. Jedenfalls, wer nicht hat, weil das wäre klar. Ja, genau. Ja. Ja, und da kommt man mit Pop 3 nicht da weit. Da kommt man mit Pop nicht wirklich weit. Angerufen, dann sind sie vom Server weg und ich habe sie nicht im Webmail und nicht auf dem... Das heißt, das Internet hat auch da schon etwas vorbereitet. Ihr dürft raten, es kommt ein Akronym und zwar... Schön. Schön. Pavlov hätte seine Freude. IMAP, genau. Definiert in RFC 1730 aus dem Jahr 1994. Hatten wir das schon? Dann hatten wir noch nicht. Aus. Geht das nicht besser? Geht das besser? Living without you, also wir wollen natürlich nicht mehr ohne IMAP leben eigentlich. Ja. Das heißt, Entschuldigung, da kann aber Pop 3 nicht 36. Doch. RFCs haben die Eigenschaft, dass sie gelegentlich aktualisiert werden und ein bisschen modernisiert. Das heißt, es gibt IMAP 4 Revision 1. Und es gab auch ein POP 3, ein POP 2. Es gab auch ein POP 2, genau. Aber mit dem wollen POP, wir nicht. Das, ja, das haben wir schon gehört, das mit dem POP ist nicht. Also eigentlich wollen wir da... IMAP 4 R1, RFC 3501 aus dem Jahr 3501. Okay. Aus dem Jahr 2003. Auch da haben wir noch was. Das war Buddy vs. DJ The Wave. Also beim nächsten Mail-Abruf. Also es ist klar, IMAP 4 ist älter als Pop, ist besser als Pop, aber IMAP ist kein Musikgenre. Das heißt, wir holen uns jetzt... Alle, die gefressen wurden, können nicht mehr davon erzählen. Also ganz harmlos. Das heißt, wir holen uns jetzt ein E-Mail per IMAP ab. Tun wir das. Natürlich verschlüsselt, selbstverständlich. RFC sagt uns ein, Port 143. Funktioniert dann auch mit Sub-TLS oder 993, wenn wir das ohne Sub-TLS machen. Aber mit TLS. Und das ist jetzt der Grund, warum man das mit TLS machen möchte. Genau. Das heißt... Ich habe mich gerade als Peppi eingeloggt. Ach so. Ja, ja. Das heißt, ich musste jetzt mein Passwort copy-pasten? Nein, das habe ich schon. Hat das gut. Ja, ja. Martin hat da schon mal wieder was vorbereitet. Genau. Von wegen, Systemadministratoren lesen nicht die Mails fremder Menschen am Mailserver mit, ne? Ja? Never ever. Gut. Mit so. List am Mailserver können wir uns jetzt die Ordner auf dem, die Ordner auflisten lassen. Das haben wir schon. Da. So. Inbox has no children. Ja, ist okay. Ist okay. Aber hier be Dragons, definitiv. Also genau. Inbox ist immer ganz gefährlich, da kommen neue Mails rein. Und wenn man jetzt die ID weiß, dann kann man... Achso, kann man noch nicht? Oh ja, kann man. Oh ja, kann man schon. Kann man. Dann kann man auch ein E-Mail am Server direkt lesen. Für den Fall, dass da irgendein... Danke. Ah. Eine Copy-Paste-Orgie. Ja. Genau. haben wir noch ein anderes Mail, das wir lesen wollen? Ja. Echt? Ja. Da waren jetzt 12. Gib mir eine Zufallszahl. 8. 8. Man merkt, das ist keine Zufallszahl von Sony. Das wäre 4 gewesen. Oder war das PGP. Ja, naja, gut. Das können wir am Server nicht lesen. Ne? Das ist inhaltsverschlüsselt und nicht nur transportverschlüsselt. Ja, aber von Apple Mail, das ist ja komplett. Nein, du beschreibst jetzt den Inhalt. Deswegen kann man es trotzdem technisch nicht lesen. Genau. Andere Mail? Brauchen wir noch ein Mail? Da hat jemand länger getippt. Aber das ist jetzt keine verschlüsselte... Also, machen wir den Ton aus. Danke. Aber es ist keine verschlüsselte Mail. Nein, das schaut total nach BIS64 aus. Ich pixel gerade ein bisschen zusammen, aber das sieht nach einem Attachment aus. Gut, wenn jetzt der Sven da wäre, weil der hat uns ja leider schmählich im Stich gelassen. Ja, genau. Wenn der Sven da wäre, könnte man jetzt fragen, was würde Sven tun? Nachdem er nicht da ist, werden wir halt... Sven hätte sicher eine Lösung, ja. Wie man sich die Bilder auch im Terminal anschauen können. Könnte. Das ist eh schon ASCII-Art. Das gehört so. Das, ja. könnte auch ein Perl-Skript sein. Also. Ja. Nein, wir compilen das jetzt nicht. Was machen wir jetzt in unserer Verzweiflung? In unserer Verzweiflung? Webmail. Webmail, okay. Machen wir Webmail. Es hilft alles nichts. Webmail. Squirrel. Ja, ich versuche mittlerweile einzuloggen. Mailbox-Format, Mail-Dir-Format. Super geheim. Passwort. Ja. Bestimmt. Geschmacksfrage. Gibt es das überhaupt noch? Ja, klar. Ja. Ja. Gibt es beides noch.
Wird er damit verschlüsselt? Irrelevant, das ist ja Martin, nur Storage. Martin, was ich denn? Kann mich nicht einloggen. Nix geht und ich habe nichts geändert. Ich, wirklich. Apple-User. Apple-User. Ja. Du musst sicher auch von den Buchstaben escapen lassen. Gut. Na dann schauen wir mal, das werden wir ja gleich, das werden wir ja gleich gefixt haben. Die debugge mal das Webmail ja. Bitte, ja, weil jawohl. So kann ich nicht arbeiten. Ah, jetzt weiß ich, was ich mir nicht mehr vorbereitet habe. Ja, genau. Ne? Ja, das passiert nämlich genau dann, wenn man es nicht vorbereitet hat. Webmail.itcrowd.at auf Port 80. Ja, ich will mein Telnet haben. Ich will nicht meinen Telnet. Haben wir HTTP eigentlich schon gehabt? Weil ich spreche ja jetzt. Na, jetzt schon, ne? Ja, jetzt hast du HTTP gesagt. Ich habe HTTP ja, gesagt. Ah, 2616. Das kostet mir wieder ein Bier. Also schreib mal die Nummer, dann kannst du... Ja, das geht schon, okay. Du. 2616. Ja? Und irgendwie kommt da alles, aber nicht das, was wir wollen. 1999, Lou Bega hatten wir schon. Deswegen genau. Stimmen wir das jetzt nicht. Naja, das ist jetzt... Ja, ne? Du kannst den B11 nehmen. Hast das wäre auch was eine Option. Ja. Das kann ein Host-Header mitgeschickt. Das kommt genau. HTTP 1.1, das ist... Muss ich mir das sagen lassen? Lass mal auch gelten, oder? Muss ich mir das sagen lassen? Natürlich. Ja. Gut. Ja. Gut. Nein, das wird so nichts. Das wird so nichts. Prinzipiell das antwortet. Irgendwas war da falsch. Das antwortet. Wie hast du denn festgestellt, dass du ein Problem hast? Naja, ich habe da auf der Tastatur so ein... Da leuchtet ein Lämpchen, wenn der Computer feststellt, dass das Passwort nicht geht. Soll ich es nochmal probieren? Würdest du bitte diese Meldung quittieren über die Tastatur und das dann noch einmal probieren? Ich habe schon so ein tolles Passwort. Mein Passwort wieder, danke Martin. Danke. Er hat es gefixt. Ach, du bist so gut zu mir. Ich glaube, da ist MTA-MTA-Test. Das ist toll. MTA-MTA-Test, hurra! Genau. Gut. Was wollten wir jetzt eigentlich lesen? Was wollten wir eigentlich lesen? Wir wollten eigentlich das Mail von der Jen lesen. Die Jen hat gemailt? Ah ja, da, schon. Hui! Take a look at the issue. Our security still sucks. See attachment. See attachment F. 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 Okay. Mach mal. Oh. Okay. Ja, F wie Facebook. Aha. Da hat man quasi... mit SSL Labs einen Test gemacht auf HTTPS. Das kann man auch dem Marketing und als Executive Summary durchaus verwenden. Wenn das so ausschaut, glaube ich, da gibt es Handlungsbedarf. Das wollen wir nicht, oder? Nein. Das andere? Was meinen Sie? We should use better crypto. Die haben ein A+, see attachment A. Machen wir mal A. Na schau. Da gab es einen Workshop dazu gestern, gell? Sag ja zu A. Genau. Wer hat den mitgemacht gestern? Jawohl. Das wollen wir von euch sehen nachher, das wird abgeprüft. Also nicht, dass ihr das malen könnt, sondern dass eure Server so antworten. Genau. Das ist nämlich mein Attachment. Ja. Sehr schön. Ja. Was haben Sie noch? Telefonnummer. Ja. Zertifikat. Schaut, die haben ein neues Zertifikat. Was haben wir eigentlich? Sag mal Details. More information? Nein, more information ist nicht gut. Details? Haben wir noch irgendwelche Details? Da gibt es keine Details dazu. Oh ja, da, schau. Ja, ja, die sind günstig, habe ich gehört. Die sind total super. Aber schaut, da ist noch ein Akronym. TLS, ICD, RSA, WIS, AES, 128, ICL, Schalter 56. Sag stopp, mein Freund. Das ist so, das ist Transport Layer Security, Elliptic, Curved, für Hellman, Ephemeral. Ja, weiter. WIS ist kein Akronym. Advanced Encryption Standard, 128-Bit, Galois Counter Mode, Secure Hashing Algorithm 256. Ist doch nicht so schwer. Nachdem wir müssen eine Minute. Ich was kürzen. Dürfen wir überziehen? Den nächsten. Genau. Du Freund! Du.
Gut. Haben wir sonst noch was zum Anschauen? Nein, da jetzt glaube ich nicht, aber wir könnten uns das Zertifikat vielleicht noch auf der Konsole sehen. Dürfen wir zurück in die Zukunft? Ja, zurück in die Konsole. Wir müssen zurück. Zurück in die Zukunft. Ah, schön. Schön. Endlich daheim. Ja. Mach doch mal Kontrolle. So. Viel besser, viel besser. Viel. Du kannst das auch, oder? Ich kann das auch. Ja, wir können das auch. Was wollten wir jetzt eigentlich wissen? Wir wollten uns das Zertifikat anschauen. Wie schauen wir uns denn... Ne, die Notizen hast du, wie man das macht. Das muss ich jetzt wissen, ne? Ich habe sie bei der Hand. Na, ihr könnt das Geld auch so. Gut, dann tut es. Open SSL Client. Ich bin schon fertig. Connect. Ich fühle mich jetzt leicht unter Druck gesetzt. Wie war das? Start TLS, SMTP. Nächstes Jahr bist du dran, bist du mit mir vorne. Nein! Das ist jetzt auf Video. Ja. Und? Nein, so geht es natürlich nicht. Martin, was habe ich falsch gemacht? Ja, das Connect gehört zum Hostnamen nach hinten. Das Connect gehört zum Hostnamen nach hinten. Gut. Und sonst? Ja, wenn man den Hostnamen richtig schreibt, dann... Ja, dann wird es auch wahrscheinlich... Dann wird es auch besser sein, ne? Mhm. Was hast denn du vorher verwendet? Das ist die Sender-History. Genau, wir haben ja eine gemeinsame History. Das ist sehr praktisch. Genau, mach das einmal so. Also OpenSSL-S-Client ist ein total benutzerfreundliches Tool. Halt nicht zu allen Benutzern immer, aber prinzipiell schon. Also, ja. Und da sehen wir jetzt auch ein paar schöne Sachen. Also wer das ausgestellt hat... Genau. Man sieht, von wem das Zertifikat kommt, welche TLS-Version verwendet wird, in dem Fall TLS 1.2. So SSL V2, V3, das sollte man heutzutage nicht mehr machen. TLS 1.0 wäre eigentlich das absolute Minimum. Das Cypher-Akronym haben wir schon. Die Session-ID wird nicht abgeprüft. Und ansonsten sehen wir da jetzt auch nicht mehr so viel. Server-Public-Keys sind 2048 Bit, das ist gerade noch akzeptabel. Also der Peppi kann das besser aufsetzen, den habe ich konfiguriert, deswegen ist das so. Ja, ich habe nur falsch eingesagt die ganze Zeit. Ich hab noch was vorbereitet. Du hast noch was vorbereitet, ja, Martin, ja. Mach doch mal. Unrecognized Command. Ja. So. Ja. So. Ja. OpenSSL ist immer wieder mal ein möchtest bisschen du, zickig. Möchtest du zu der Zeile was sagen? Genau, also man möchte jetzt nicht unbedingt 5 Ports auf seinem Mail-Server und dann den Web-Server und noch andere, sondern das kann man auch relativ komfortabel machen auf einmal mit Nmap. Da gibt es ein paar praktische Skripte. Nmap wird ja auch dazu verwendet, in Matrix eine Stadt zu erobern. In dem Fall, und dann können wir das auf einmal machen. Das dauert dann auch einen Augenblick. Nmap war noch nie besonders schnell. Und auch da sehen wir wieder wunderschöne Sachen, zum Beispiel Public Key Type RSA, 4096 Bit, von wann bis wann der gilt. Also der ist brandneu, den haben wir noch bis zu den nächsten Linux-Tagen hier in Verwendung, garantiert. Heiß geschmiedet, bevor wir hier hereingekommen sind. Genau. Da kann ich die Hashing-Algorithmen anschauen, welche Ciphers der Server überhaupt unterstützt. Da steht auch immer dabei Compressors Null, das heißt, wir verwenden keine TLS-Compression und haben damit weniger Probleme mit Beast- und Crime-Attacks und solchen. Ich unterbreche dich jetzt hier. Ja. Wer mehr dazu wissen möchte, geht auf bettercrypto.org. Nicht mir sagen, Ihnen also sagen. Also bettercrypto.org. Und dort wird dann auch genau erklärt, also da erklären wir noch mehr von diesen Akronymen. Und die letzten 30 Sekunden benutzen wir jetzt dafür, weil wir haben noch was ganz, ganz Wichtiges vergessen. Oder nur bis jetzt noch nicht behandelt. Musik? Ja? Nein, Musik hat Musik. Nein. Wir hatten Musik. Schon Musik. Aber eine Präsentation über Internettechnologien ohne Katzen geht eigentlich nicht. Also sprich, wir hatten bis jetzt noch keinen Cat-Content. Du meinst? Cat-Content. Es ginge aber eigentlich ist meinst, weniger... Katzen sind ja viele. Ja. Weniger ist mehr. Und wenn jetzt der Sven da wäre, wäre er jetzt schon nach vorne gestürzt und hätte sich aufs Keyboard gestürzt, weil useless use of cat wird eigentlich bestraft. Moin. Da
da könnt ihr uns, falls es zu diesem Wahnsinn, den wir jetzt da verbreitet haben, noch Fragen gibt, kontaktieren. Ein paar weiterführende Links. Die Musik haben wir in einer YouTube-Playlist zusammengestellt, wenn Sie es hier anhören. Also der Peppi. Rain Home Industries, die URL gibt es wirklich und den Hostnamen gibt es wirklich, ist auch die Company. Und damit sagen wir Danke und sind für Fragen draußen an der Bar erreichbar.